wir wollen heute die Eröffnung unseres Pressehauses feiern. Ich darf Sie dazu ganz, ganz herzlich begrüßen, willkommen heißen. Es ist für unsere Verhältnisse eine große Investition. Es geht auch um eine Summe von 5, 6 Millionen Euro. Ja, ich glaube, das ist ein wunderbarer Raum. Hier ist unwahrscheinlich viel Kreativität und vor allen Dingen schreibende Zünfte. Ich glaube, hier ist wirklich das Zentrum dessen, was künftig uns in Rotenburg und im ganzen Landkreis, also im südlichen Landkreis, hier täglich dann berichten werde. Ja, ich finde, die Räumlichkeiten sind sehr schön geworden, sehr offen und sehr hell, sehr freundlich, auch sehr geräumig. Das heißt, ich glaube, man kann hier gut arbeiten. Man merkt auch, dass in Teams gearbeitet wird. Ich freue mich, dass das so gekommen ist, dass die Kreiszeitung hier so eine klare Aussage für die Zukunft trifft mit so einem Projekt, weil letztendlich sowohl als Politiker als auch als Mensch, der hier aus der Gegend kommt, wir brauchen eine Zeitung, die für uns erreichbar ist.